Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Geometrie Dash. Ja, neuer Part. Das ist Let's Play geht tatsächlich noch weiter. Oder sagen wir, mehr oder weniger von vorne. Ich habe mir gedacht, da ich einmal das eben gelöscht habe, dieses Spiel, weil ich schon so lange nicht mehr recorded habe und einfach alles wieder bei 0% ist, würde ich sagen, here we go again, hä? Und beginnen bei Stereo Madness. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Klar, für die Leute, die das jetzt nicht interessiert, kann ich natürlich absolut verstehen, weil ich habe das ja schon mal gebracht, aber... Mein Touchscreen hat gefehlt. Für den Hook kann ich nichts, Leute. Ich hoffe, der fällt jetzt nicht wieder. Okay. Bisher klappt's. Weil ich will einfach mal sehen, wie viel ich das schaffe. Und wir versuchen es einfach mal, auch ohne die Coins, einfach nur so zu schaffen, in möglichst wenigen Versuchen. Um zu sehen, ob ich überhaupt noch geometrisch drauf habe, weil... Ich habe GD schon echt lange nicht mehr gespielt. Aber wenn ich es jetzt so gerade spiele, irgendwie glaube ich, habe ich es immer noch so ein bisschen im Gefühl. Verlernt man irgendwie nicht, ja. Sagt er und steht im ersten Level. Na, aber gut, das war ja auch der Touchscreen-Fail. Da kann ich leider nichts dafür. Tut mir sorry an der Stelle. So. Jetzt kommt dann eh gleich eine der ätzendsten Stellen, weil jetzt kommt dann gleich das mit diesen Triple-Stacheln. Hier, da kann man schon mal echt leicht sterben, finde ich, vor allem als Anfänger. Mit diesen Dreierstacheln, die sind übel. Und es waren halt nicht die einzigen, ne? Da kommen halt nochmal welche. Hier. Und nein, die dritte Münze hole ich nicht. Ich weiß, wo die ist ätzend versteckt. Die ist nämlich jetzt hier hochfliegen bei den Stacheln da oben. Aber das ist mir jetzt zu riskant. Das mache ich jetzt nicht. GD soll ja bald ein Upgrade kommen, bekommen. Wo man... Ja, hurra, wir kriegen einen neuen Icon. GD soll ja bald ein Upgrade bekommen, wo man... Wo man auf jeden Fall, die eigenen Würfel, also Leute schicken Würfel an RobTop Games. Und der nimmt dann die coolsten und baut sie in das Spiel ein. Das ist eigentlich voll cool gemacht. Kommt natürlich darauf an, wie krass er sie wieder zum Anlacken macht. Also ob es so schwer ist wie... Das nie erreichte UFO, was ich wollte, dieses komische Fledermaus-UFO. Aber jetzt sind wir hier back on track, mal sehen, was wir reißen. Aber eigentlich dürfte back on track auch noch keine Probleme sein. Für uns. Für uns als Pros. Ah, da oben war ja die Münze, stimmt, da war ja was. Die Musik ist cool, gibt's zu. Also diese alten Stages, die sind so schön leicht, wenn man damit mit GD angefangen hat. Und dann, wenn man diese schweren Stages anschaut, die sind einfach nur noch eine Qual. Natürlich kann es sein, dass ich hier jetzt auch fail, aber... Deutlich geringere Chance als bei solchen Dämonen Ultra Super Drecksack Leveln. Ah, ich hab die Münze vergessen. So, das ist nochmal hier ein bisschen gefährlich. Man sollte halt nie da mittendrin springen, weil sonst könnte man ganz schnell down gehen. Aber hier haben wir auch Back on Track gemacht. Das ist übrigens einer meiner Lieblingswürfel früher gewesen, wo ich noch nicht diese krassen Würfel hatte. War das einer meiner Lieblingswürfel, dieser coole Würfel da? Okay, Polargeist. Das war das Level, was ich am liebsten mochte. Immer von der Musik her. Mal sehen, wie schnell wir hier durchkommen durch Polargeist. Polargeist sollte auch keine größeren Herausforderungen darstellen, zumindest weil ich es halt früher so oft gespielt habe. Ist halt so witzig, ne? Wir spielen so einen Ultra-Gammel-Würfel und gehen hier voll ab in den Leveln. So, hier oben war irgendwo eine Coin, das weiß ich noch. Einfach immer oben halten. Außer natürlich Blöcke sind dort. Seht ihr, ganz geschenkt eigentlich. Und jetzt kommt der beste Teil der Musik. Sorry, aber bei dem Spiel muss man einfach mitsingen. Weil die Musik immer so episch ist. Die ist auch so das, was einen anspornt, eigentlich immer das Level weiter zu spielen. Da unten war eine Coin. Die dritte ist hier ziemlich fies gemacht. Da muss man irgendwo gleich relativ früh abspringen. Das kommt jetzt dann. Hier, unten, da muss man hin, für die dritte Coin. Natürlich gehen wir dort nicht hin.
Oh Mann, ich bedenke, dass ich früher hier bei solchen Leveln 100 Jahre gehangen habe. Und jetzt sliden wir uns da einfach mal bequem durch, ja? Der Pro ist am Stissel, würde ich sagen. Das Icon mochte ich ehrlich gesagt nicht so gern, auch wenn die Stage cool ist. Yeah, wir kriegen voll viel von diesen Teilen. Falls ihr übrigens wisst, wie man den Account wieder herstellen könnt, wäre das auch sehr nice zu wissen, weil ich habe auch gehört, man soll angeblich seinen Account wieder zurückstellen können. Das wäre natürlich nett. So, Dryout. Das erste Level, was wirklich die mega fiese Neuerung hat, nämlich das Kopfübergehen. Da kann es auch sein, dass ich durchaus faile, weil Kopfüber ist schon immer fies gewesen. Kopfüber hat es in sich. Kopfüber geht so hoch ab. Also zu Anfang, glaube ich, wenn man GD zu Anfang neu spielt, dann ist das hier so ein ziemlicher Schock für einen. Und man muss es erstmal so verarbeiten, so, oh, okay, jetzt ist einfach die Welt auf dem Kopf. Und dann wieder normal hier so. Das ist schon fies. Aber wenn du das Spiel dann natürlich kennst, dann ist es für einen nicht mehr so fies. Ah, da oben war eine Coin. Ah, wenn ich bedenke, ich hatte diese ganzen Coins hier in diesem ersten Level, ich glaube bis zu Time Machine oder sogar X-Step. Schmerzt so, dass der Account weg ist. Ja, auch diese fiese Coin da oben. Ah, das ist auch ein ganz cooler Icon. Mensch, wir rocken die Level hier ja in Speedrun-Modus durch. Das ist sehr übel. Oh, Bass after Bass. Das ist eigentlich leichter, finde ich sogar, wie Dryout. Oh, die Musik ist besser. Vor allem hat es keine wirkliche Neuerung. Die Stage ist ohne Neuerungen. Ja, die ist ohne Neuerungen. Diese Starcoin ist leicht. Die hat es nicht wirklich drauf. Go! Okay, jetzt kommt gleich eine relativ fiese Starcoin. Soll ich sie mir holen? Ne, ich will riskieren. Ich will es nicht riskieren. Okay, doch, ich riskiere es schon. Ah, und das war ein Fehler. Naja, weil da unten ist, wenn man dazwischen springt, durch diese Lücke eine Starcoin. Auf eine relativ strange Art zu holen. So, das war jetzt eigentlich im Prinzip mein erster wirklicher Death, weil das eine war ja mit Touchscreen-Fail. Aber das hier war einfach der Death of Greediness, weil ich zu geizig war und die unbedingt haben wollte. Dann lassen wir sie jetzt einfach raus, um das Level zu rocken. Ich meine, ihr wollt ja bestimmt die Musik so ein bisschen genießen neben meinem Gelaber. Alter, ich habe einfach voll vergessen zu springen. Keine Ahnung, wo ich gerade war. Ich dachte einfach so, es leidet irgendwie da drauf. Oder ich habe vielleicht gerade an die Secret Coin gedacht und deswegen habe ich nichts gedrückt. Weil da fällt er dann nämlich in so einen Ring unten rein, deswegen. Ja, strange. Aber das Spiel ist halt auch echt übel für die Augen, wenn man es ein bisschen zockt. Weil man muss sich da so anstrengen, das ist übel, wirklich. Also haben wir jetzt schon zwei oder drei unnötige Fails, eins von beiden. Ich weiß gerade nicht mehr, ob es zwei oder schon drei waren. Könnt ihr mir ja gerne reinschreiben, wahrscheinlich schreibt ihr dann die höhere Zahl eh rein. So, die Stelle ist nochmal ein bisschen tricky. Also da kann man durchaus ab und zu sterben. Weil man manchmal nicht weiß, wann man springen muss dort hinten. Dort sterben einige beim ersten Mal. Gut, da bin ich jetzt wenigstens dann nicht gestorben. Das ist ja schon mal ein kleiner Trost. Ja, aber ich bin bei noch leichteren Stellen gestorben. Boah, der Sprung am Ende da, der ist nochmal so ein bisschen fies, weil du musst genau zwischen die Stacheln durchjumpen. Yay, wir haben einen Key gekriegt. Kein Bock drauf. K,
can't let go. Ob wir das jetzt noch hinkriegen? Dieses Level ist so übelst fies. Dieses Level ist so übelst fies. Und mit diesen leichten Lags einfach, die hier einfach auch entstehen, weil das Spiel scheinbar so viel braucht an Power, was ich ehrlich gesagt bei der Grafik nicht verstehen kann. Ich meine, es ist so simpel aufgebaut. Das Schlimmste sind vielleicht die Lichteffekte. Aber die Musik, na, eigentlich sollte die kein Problem darstellen. Aber das wäre cool, wenn wir das im First Try schaffen, das Level, ich glaube ehrlich gesagt nicht dran. Weil das Level hat noch eine sehr fiese Stelle, yeah, go. Mal sehen, ob wir die überleben. Dum, da, 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 da. So, da oben ist eine Sackhorn, die holen wir uns natürlich nicht, weil die ist ein bisschen. Jetzt kommt die fiese Stelle. Und ihr müsst euch vorstellen, an der Stelle ist auch noch irgendwo eine Starcoin. Boah, fieses Level, Leute. Wirklich fies. Ich finde das Level fies. Okay, Jumper. Mal sehen, was da abgeht. Die Musik hier ist so nice, die macht so Stimmung. Bam, bam, badam, badam, badatadata. Das ist so richtig die Happy-Musik. Das ist eigentlich einfach nur das totale Merkspielchen hier. Aber ich weiß, dass wir hier auf Rückwärtsfliegen gestoßen. Mal sehen, ob ich das noch beherrsche. Ja, doch. Geht schon relativ klar. Aber diese Starcoins hier sind manchmal fies platziert, muss ich sagen. Wow. Wow, damit habe ich nicht gerechnet, dass ich zu der Starcoin gegangen bin. Nein! Ja, hallo? Okay, einen Versuch machen wir noch, dann würde ich sagen, beenden wir den Part. Dieses Spiel ist Horror, dieses Spiel ist schwer, dieses Spiel ist schwer, man braucht so viel Konzentration. Ja, das ist ja unglaublich. So viel. Konzentration. So, jetzt ruhig sein, Andy. So, jetzt sind wir an einer etwas fiesen Stelle vorbei. Die hier sollte eigentlich machbar sein. Die geht eigentlich voll klar. Badam, badam, bam. Bam, 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 bam. Die geht voll klar. Aber jetzt ist nochmal fies. Also ich bin kurz still. Und da haben wir es geschafft. So, das ist nochmal ein ganz cooler Icon. Aber das war's dann auch für diese Folge. Wir sind ja relativ gut durchgekommen. Nächstes Mal kommt eine meiner Lieblingslevel, wo ich richtig lang gehangen habe. Time Machine, das hat's in sich. Also, wenn euch dieser Pack gefallen hat, und übrigens danach werden wir auch nicht mehr so viel Level schaffen, weil Cycles ist ultra fies, X-Step geht. Und ab dann, das habe ich eh noch nie geschafft. Also ihr seht, ab danach wird's wieder failiger. Also, wenn euch der Pack gefallen hat, würde ich mich unter dem Hoch freuen. Und dann schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn wir wieder geometriedisch zocken. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, euer Andy Gamer.